begrüße euch auf jeden Fall mal recht herzlich zu meinem Vortrag. Schön, dass doch so einige frische Gesichter da sind. Ich bin persönlich nicht so ganz frisch. Ich bin erst Freitagnacht aus Australien zurückgekommen und gefühlt gerade in einer anderen Zeitzone. Aber kriegen wir zusammen alles irgendwie hin. Thema sollte nicht wehtun um die Uhrzeit. Ist jetzt auch nicht groß irgendwie zum wahnsinnig mitdenken müssen oder sonst irgendwas. Taschenrechner brauchen wir auch keinen. Das Thema ist Moby Doc im Windkanal und es geht einfach so um die Chancen und Einsatzzwecke von Docker im Computing, also wie man das dann im HPC-Umfeld einsetzen kann oder eher könnte. Momentan wird das noch nicht so gemacht, aber ja, mal der Reihe nach fangen wir mal bei Null an. Noch ganz kurz zu mir. Ja, der Vorsteller hat das ja schon schön gemacht. Mein Name ist Holger Gantico. Ich habe an der einzigen Hochschule mit zwei Wintersemester Informatik studiert, Hochschule Furtwang, damals gab es noch Diplom und sowas und bin so über Hiwi-Tätigkeiten im Cluster-Computing-Bereich reingerutscht, war dann auch irgendwann mal noch am Forschungszentrum Karlsruhe und bei irgendwelchen Atomsimulations-Tralala-Gedöns und bin dann über Praktika und Diplomarbeit beim jetzigen Brötchengeber gelandet und da jetzt seit fast 6 Jahren als zwischen Senior Systems Engineer im CAI-Berechnungsumfeld unterwegs. Noch kurz zu meinem Brötchengeber. Das ist die Science and Computing AG in Tübingen und unser Fokus sind IT-Dienstleistungen und Software für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebung. Und wir machen im Prinzip alles, was mit komplexen, verteilten, heterogenen Umgebungen zu tun hat, so beispielsweise Betrieb, von eben solchen IT-Umgebungen, IT-Admin-Software, also jetzt nicht so ganz DevOps-orientiert, aber was man halt dann eher so braucht, um heterogene Unix-Systeme, Umgebungen zu verwalten. Also ist noch aus der Zeit, wo es noch irgendwie so Sachen wie IRIX, AIX und sonst was in größerem Umfang bei Kunden gab. Ansonsten Queuing-Systeme kennen wir uns mit aus und so der ganze Kram. Uns gibt es seit 25 Jahren, sitzen in Tübingen, München, Berlin, Düsseldorf, Ingolstadt und so um die 300 Mann und gehören seit letztem Jahr irgendwie als Beifang zur Athos-Gruppe. Und unsere Kernkompetenz ist es einfach, anspruchsvolle Rechnernetze für unsere Kunden effizient nutzbar zu machen. Sind größtenteils in der Automobilindustrie unterwegs. Da sind wir der Betreiber von mehreren CAI-Berechnungsumgebungen. Also das heißt, es sind irgendwelche Ingenieure, die haben ihre Workstations unterm Schreibtisch stehen, haben dann Linux drauf und irgendwann kommt man dann doch mal bei gewissen Modellgrößen selbst irgendwie an die Leistungsfähigkeit von irgendwie einer Z800 oder dergleichen. Und dann wird das halt entsprechend auf Cluster draufgeschoben, die wir dann auch betreuen und im Vergleich zur Top 500 sind das dann eher kleinere Systeme, aber so im Vergleich, ist dann schon eine gewisse Größenordnung. Ansonsten, falls gerade wer auf Stellensuche sein sollte, wir haben immer mal wieder Stellen ausgeschrieben. Aktuell irgendwie in Tübingen und in München. Details habe ich irgendwie dabei, wenn interessiert. Ansonsten gibt ja auch dieses schöne Internet. Da ist dann das Ganze zu finden. Genug der Werbung zum eigentlichen Thema. Der Titel ist Moby Doc im Windkanal und zuerst möchte ich deswegen einfach mal vorstellen, wofür sich das Ganze einsetzen lässt. Dann noch einen kleinen Benchmark-Teil, was dann irgendwie wirklich bei rauskommt, wenn man das Ganze mal so einsetzt. Und dann noch einen kleinen Blick auf Security-Aspekte, die in dem Umfeld auch nicht unbedingt, also zumindest bei unseren Kunden, irgendwie uninteressant sind. Einfach weil da halt dann doch vertrauliche Berechnungsdaten, wo dann vielleicht auch mal die Konkurrenz irgendwie Interesse mit hätte oder irgendwie, man halt einfach das Ganze sicher gestalten möchte. Ich bin Informatiker, wir fangen ja ganz gern bei Null an. Deswegen, was ist denn jetzt eigentlich dieses HPC? HPC hat viele Namen, Technical, Scientific, High Performance, Technical Computing und so weiter. Ich werde, denke ich mal, einfach von HPC reden und es geht im Prinzip um eines, das verteilte Lösen von Problemen und wie man hier sieht, das Mittel zum Zweck ist in der Regel Hardware. Viel Hardware in der Regel und auch das ganze Zeug irgendwie drumherum, was man da halt entsprechend noch braucht, irgendwie Doppelboden und sonst irgendwas. Also es ist einfach eine größere Umgebung, meistens auch irgendwie größer als normale Unternehmensrechenzentren. Klar, wenn man irgendwie einen Webhoster gewohnt ist, der halt irgendwie nur Pizzaschachteln rumstehen hat, ist das jetzt in dem Sinn nichts Neues, aber
Wie gesagt, das Bild verrät schon einiges, meistens nicht nur irgendwie ein, zwei Systeme. Wenn man das Ganze noch weiter treibt, es gibt dann noch diese Top 500, so der Schwanzvergleich der Supercomputer, und das größte System ist da irgendwie so bei 3 Millionen Cores angelangt. Sind dann irgendwie 270.000 Systeme oder sowas dann im Verbund. Da wird man vermutlich nicht unbedingt Docker einsetzen, da hat man dann andere Probleme. Ja, aber machen wir mal weiter. Was macht man denn im HPC-Umfeld so? Ich hätte ja gerne Wahl in Windkanal gestellt. Ich habe bloß vom Kollegen hier einen Tux bekommen. Und ja, genau. Ansonsten, wenn man so Leute fragt, worum geht es denn da so im Supercomputing und sonst was, kommen viele irgendwie mit Wettervorhersage an, also eine numerische Simulation der Atmosphäre. Ist jetzt nicht so gänzlich falsch, macht aber nicht so den Massenmarkt aus, eher so Auffinden von Öl- und Gasvorkommen. Da lässt sich dann doch irgendwie eher Geld mit verdienen, weil man möchte nicht einfach irgendwie ein Loch in den Boden bohren und hoffen, dass es da blubbert, sondern möchte sich das dann irgendwie, ja, wirtschaftlich rentabel durchgerechnet haben, und auch Big Data-Thematik geht so ganz grob in die Richtung mit rein. Und dem Umfeld, wo ich mich bewege, da ist es dann irgendwie Computational Fluid Dynamics, also numerische Strömungssimulation, also Sachen wie finite Elemente-Methode, Mercator-Simulation, und ja, die brauchen halt alle leistungsfähige Systeme. Und mal ganz kurz irgendwie so ein normaler Enterprise-IT gegenübergestellt. Auslastungstechnisch möchte man beim HPC dann doch eher über 50% sein. Gleich nicht unbedingt komplett bei 100, weil ist ja dann auch irgendwie blöd, wenn dann es irgendwie Tage dauert, bis dann ein Job irgendwie anläuft. Virtualisierung findet man in der Regel eher selten. Warum, sage ich gleich noch was zu, beziehungsweise bislang eher selten. Die Systeme sind, wie wir vorhin gesehen haben, meist irgendwie ja, eher homogen als heterogen. Und ja, man möchte ihren Scale-Out, also auf wirklich die ganze Masse der Systeme gehen und nicht irgendwie jetzt versuchen, möglichst viel über Virtualisierung auf wenig Hardware zusammenzufahren. Ja, Verbindungsanforderungen sind eher nicht so gemäßigt. Also es ist einfach, dadurch, dass es über die Breite geht, ist einfach schon mal inhärent der Bedarf an latenzarmen Verbindungen. Und dazu kommt halt einfach ein hoher Durchsatz, weil Modelle entsprechend groß und dergleichen. Und ja, beim verteilten Job spielt halt einfach die Latenz eine sehr, sehr große Rolle. Ansonsten Ressourcenverbrauch, ja, quasi unendlich. Was man den Anwender hinstellt, ist halt da. Also kennt man ja von sich daheim. Man hat irgendwie sich eine neue Festplatte gekauft und doch, 3 Terabyte reicht ja jetzt mal wieder eine Weile, und irgendwie ein halbes Jahr später ist das Ding auch wieder voll. Im HPC ist es mit den Anwendern ähnlich. Man stellt den neuen Cluster hin und dann wird halt das nächstgrößere Modell nochmal gerechnet oder einfach nochmal ein paar Iterationen mehr und mit höherer Auflösung und dergleichen. Insofern Ressourcenverbrauch quasi unendlich, und ja, wenn man sowas über die Cloud machen wollen würde, eher Infrastructure as a Service. Und ja, Dateisysteme parallel und verteilt, versus wobei man bei normaler Enterprise-IT versucht, das eigentlich so ein Stück weit zusammenzuziehen. Fazit: unterscheidet sich deutlich von Enterprise-IT. Ansonsten noch so eine kleine Buzzword-Cloud. Also man sieht, man hat irgendwie so Sachen wie parallele Dateisysteme dabei, entsprechend dann auch Storage-Anforderungen, kommen so Sachen wie Queuing-Systeme rein, dass irgendwie halt zur Lastverteilung man nicht irgendwie jedem irgendwie ein Login auf dem Rechner geben möchte und mach mal, sondern das halt irgendwie möglichst sinnvoll verteilen möchte. Ansonsten das Ganze niedrige Latenzen beziehungsweise halt einfach hohe Durchsätze und so weiter, ist ein großer Faktor. Inzwischen auch noch so GPU-Sachen kommen in dem Umfeld immer mehr auf, und ja, genau, Docker, so als zweite Komponente von dem Vortrag, Docker All Things, ja, Docker eigentlich irgendwie so das absolute Hype-Thema nach wie vor immer noch, und belebt im Prinzip einfach die schon längere Zeit ehemals gefühlt tote Virtualisierung auf Betriebssystemebene. Kassiert viel Lob, viele begeisterte Anwender meiner Meinung nach, viele nette Ideen, da später noch ein bisschen was dazu, aber auch diverse Rants, weil es irgendwie doch noch nicht so toll ist, wie man es gerne hätte. Und wenn man mal so schaut, irgendwie will jeder momentan irgendwie was mit Docker machen. Docker supporten, Zygix in der nächsten Xen-Server-Release ist auch irgendwas mit Docker drin, VMware hat sich da auch committed, und wir machen da jetzt alle fleißig bei Docker mit, und das jetzt mal in HPC-Bereich übertragen, da mache ich jetzt was mit. Genau, nee, Docker ist momentan einfach so das Must-Have-Feature, was irgendwie alle irgendwie haben wollen, was alle irgendwie machen wollen, ob das irgendwie jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Man kriegt es momentan nicht tot, deswegen Docker, 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 Docker.
Ganz, ganz, ganz kurze Docker-Einleitung. Gibt es definitiv Leute, die das besser können als ich. Deswegen soll das jetzt auch keine Docker-Einleitung sein. Grob zusammengefasst, in Nutshell, also Docker ist Anwendung für Linux, um Anwendungen voneinander zu isolieren, was ich sehr, sehr nett finde als Feature. Das Mittel der Wahl ist die Betriebssystem-Virtualisierung, was einfach den Vorteil hat, dass der Ressourcenverbrauch im Vergleich zu klassischer Virtualisierung, also Hypervisor-basiert, einfach geringer ist. Und das große Ziel ist halt einfach, Container A soll keinen Zugriff auf Container B haben, idealerweise, und als eingesetzte Technologien Z-Groups und Namespaces auf Kernel-Ebene und früher andocken an die LXC-Schnittstelle vom Kernel, inzwischen eigene Lib-Container und dann noch so nette Features wie irgendwie Overlay-Dateisysteme. Was ich im Computing sehr, sehr nett finde, ist sowas. Ich habe, gut, da steht jetzt Webserver, aber man hat irgendwie einen Solver A, einen Solver B meinetwegen. Die teilen sich einfach einen gewissen Stack an irgendwelchen Libraries und dann einen gewissen Teil nicht, beziehungsweise hätten sie halt unterschiedlich. Das Problem ist sehr, sehr häufig im HPC, oder zumindest in unserem Kundenumfeld, ich habe nicht nur eine Version von Applikation A, sondern irgendwie halt 10 Versionen. Und ich kriege die auch nicht los, einfach vor dem Hintergrund, dass es sowas wie Produkthaftung oder sonst irgendwas in der Automobilbranche gibt, wo einfach gewährleistet werden muss, dass mit der Version, mit der der Job gerechnet wurde, das in N Jahren auch noch irgendwie gerechnet werden kann. Beziehungsweise, wenn man halt ein Projekt anfängt, dann ist das für die Laufzeit des Projektes, was vielleicht 5, 6, 7 Jahre dauert, halt einfach auf eine bestimmte Version eingerechnet. Dann möchten die Anwender aber gleichzeitig auch die neuen Versionen testen, die alle irgendwie toll sind. Und das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ist mit so einem Tool wie Docker, auch wenn es momentan noch nicht so wirklich viel gemacht wird, eine sehr, sehr nette Möglichkeit. Also es kommt immer einfach mal wieder vor, dass Anwender ankommt und sagt, ich habe hier noch eine alte MATLAB-Version, für die ich irgendwie noch eine Lizenz habe, aber läuft die denn noch auf meinem Red Hat 6 oder vielleicht noch maximal Red Hat 7 oder sonst irgendwie was? Und dann wird es halt einfach als irgendwie schwierig. Beziehungsweise gleichzeitig wollen sie, dass man ihnen die Systeme nicht aktualisiert, weil es läuft ja alles, kommen dann aber irgendwie mit den neuesten Versionen an. Und wie gesagt, sowas alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht so ganz trivial. Und mit Docker lässt sich sowas halt einfach relativ schön isolieren und einfach Szenario 10 Versionen von einer Applikation parallel bereitstellen, ist eine nette Sache, oder neue Versionen testen, ist auch eher so ein wenig schmerzfrei und eben auch alte Versionen auf aktuellem Betriebssystemstand ist relativ nett. Ich kriege das Ganze konfliktfrei isoliert, ich habe es in der portablen Einheit drin und so weiter. Nett wäre dann bloß, wenn man dann sowas als Admin nicht irgendwie selber machen müsste, sondern vielleicht dann irgendwie dann doch der ISV irgendwie zur Verfügung stellt. Weiterer netter Charme ist, man könnte eine Installation halt einfach direkt von der Workstation auf den Cluster einfach an der Stelle bereitstellen. Ansonsten weitere Goodies, das Teilen von Basis-Images, wodurch ich unter Umständen halt einfach signifikant Speicherplatz spare und einfach ein Basis-Image für viele Szenarien, unterschiedliche Stände und so weiter. Ja, ansonsten Docker als Virtualisierung 2.0 sehe ich jetzt eher nicht so. Erstens, es ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich altes Konzept. Zweitens möchte man ja bei einer Version 2.0, dass alles besser ist. Ist in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt gegeben. Aber schauen wir uns mal geschwind den Aufbau an. Also das ist klassische Typ 1 Virtualisierung. Ich habe meine Hardware. Ich habe oben drüber eine Hypervisor-Schicht, also hier Virtual Machine Manager. Ich habe oben dran meine virtuellen Maschinen mit Applikationen drin und Gastbetriebssystem, noch virtuelle Hardware mit dabei und so weiter. Und der Hypervisor läuft auf Hardware, stellt ein schmales Interface nach oben zur Verfügung und die virtuelle Hardware dockt an. Und ich kann so nette Sachen machen, wie dass ich das Gastbetriebssystem von dem, was vielleicht irgendwo noch mal drunter läuft, ein wenig unterscheiden kann. Beziehungsweise, dass ich in virtueller Maschine A und B was Unterschiedliches einfach am Laufen habe, am Betriebssystem. Bei Docker sieht das dann eher so aus. Alle Container teilen sich den laufenden Kernel. Das ist so die Komponente, die ich dann auch wirklich nicht austauschen kann. Also sprich, wenn ich in meiner Applikation, warum auch immer, eine Anforderung an eine bestimmte Kernel-Version haben sollte, dann ist das eher nicht so gut mit Docker zu machen. Ansonsten, man sieht, der Stack ist einfach irgendwie deutlich, deutlich flacher. Ich spare an der Stelle Ressourcen
dramatisch ein. Ich habe weniger Overhead und so Nettigkeiten, wie dass ein Container einfach schneller startet, weil einfach nicht ein komplettes Betriebssystem nochmal hochfährt. Ansonsten der Nachteil mit einem Kernel kann in gewissen Umgebungen, wo ich sowas wie K-Splice oder sowas einsetzen kann, durchaus auch von Vorteil sein, dass ich halt nur eben einen zugrunde liegenden Kernel starten muss. Ob das dann wirklich tut, sei jetzt mal dahingestellt, aber in der Theorie zumindest kann das ein netter Vorteil sein. Und ob man dann wirklich unterschiedliche Betriebssysteme, also Linux, BSD, was weiß ich, Windows vielleicht noch irgendwie laufen haben muss. Ja, also in unserem Umfeld ist es hauptsächlich eigentlich ein Linux, insofern auch relativ Docker geeignet. Ansonsten, Moment, genau, wollen wir uns jetzt mal anschauen, wo es denn jetzt eigentlich, genau, bei Docker im HPC-Umfeld sich da einsetzen lässt. Was ich noch sagen wollte, bei uns sonst so, es gibt noch ein schönes Ökosystem draußen, außenrum. Es gibt den Docker Hub mit irgendwie zig fertigen Images. Möchte man vielleicht nicht unbedingt irgendwie im HPC-Umfeld haben. Einerseits aus Security-Aspekten vielleicht, andererseits, weil gibt es einfach nichts, wenn man irgendwie nach HPC sucht. Findet man irgendwie, ich glaube, 3 Images oder sowas, kann man aber meistens dann nichts mit anfangen. Dazu kommt, dass im CAE-Umfeld relativ viel kommerzielle Software eingesetzt wird, auch wieder von dem Hintergrund mit Produkthaftung. So Octave ist da so das höchste der Gefühle, was man da irgendwie an freier Software irgendwie einsetzen kann. Und ja, da findet man dann vielleicht noch irgendwie was dazu, aber genau. Ansonsten Docker im HPC. Wo drückt's im HPC? Ein paar Sachen hatte ich schon erzählt, so zwischenrein. Einerseits die saubere Trennung, einfach, dass ich die Anforderung habe, sehr, sehr viele Stände von einer Applikation gut isoliert zur Verfügung zu stellen. Das geht dann in der Regel über so Sachen wie Umgebungsvariablen hinaus. Man kann dann auch meistens irgendwie was tricksen, irgendwie halt einen Library Pass irgendwie verbiegen oder sonst was. Ist nicht so schön, macht meistens Bauchschmerzen, irgendwann klappt es dann nicht mehr und man muss dann irgendwie dann doch wieder loslegen. Und selbst wenn man da ein gewisses Know-how angesiedelt hat, ist es einfach gefühlt irgendwie Bastelarbeit. Mit sowas wie Docker ist das einfach irgendwie schöner. Oder so Sachen, neulich mal wieder passiert, Betriebssystem-Update, also einfach nur ein Miner-Update von irgendwie Red Hat 5.6.5 auf irgendwie 6.6 und auf einmal tat eine Applikation irgendwie halt nicht mehr. War die Key-Applikation für den Anwender, der war stinkig. Wir waren ein wenig damit beschäftigt, rauszukriegen, worum es denn jetzt eigentlich geht, weil groß gefühlt hatte sich irgendwie nichts getan, aber es war halt ein Feature irgendwie in der Applikation broken, was aber mit einer bestimmten Library-Version tat. Also es war hinterher ein Fehler in der Applikation, aber sah erstmal so aus, als ob dann wurde halt einfach durch das Betriebssystem-Update an der Stelle getriggert. Und das entsprechend dockermäßig verpackt, habe ich dieses Problem halt an der Stelle nicht unbedingt. Genau, ansonsten, ja, Deployment ist ein netter Aspekt. Wenn man sich überlegt, man möchte Docker als Alternative so zur klassischen Anwendungsinstallation sehen, also quasi ein Docker-Pull, statt ein Yum-Install oder was auch immer ich zum Rollout nutzen möchte. Der Overhead ist einfach, ja, gering, zumindest bei der Benutzung, dass man sich das halt vor dem Hintergrund einfach für ein Applikations-Rollout denken kann. Im HPC-Bereich sieht das halt einfach so aus, ich habe irgendwie einen schönen großen Cluster, da möchte ich Applikationen installieren und normalerweise mache ich per Pixie-Boot irgendwie die Betriebssysteminstallation, dann laufen irgendwann mal die Anwendungen durch, meistens dann auch nicht unbedingt das, was ich dann irgendwie wirklich dann final brauche, sondern das, was ich denke, was ich dann die nächste Zeit am meisten brauchen werde, das ist halt das, was irgendwie drauf liegt. Wenn ich das quasi dann auf Jobebene gekapselt kriegen würde, dass dann halt das Image da ist, was ich dann halt final dann wirklich zum Berechnen brauche, wäre auch ein nettes Feature. Ansonsten ja, wird halt einfach das System noch im Queuing-System zur Lastverteilung mit integriert und ein großes Problem ist meistens, man hat irgendwie heterogene Cluster. Also Team A hat irgendwie sich Hardware gekauft, weil irgendwie Budget da. Team B hat dann auch einen eigenen Cluster, der ist vielleicht ein Stück weit für einen Anwendungsfall irgendwie optimiert, brauchen viel lokalen Scratch. Die anderen brauchen eher irgendwie ein verteiltes Dateisystem wie Laster oder sowas. Also da gibt es dann schon heterogene Cluster an der Stelle, allein durch die Hardware-Ausstattung. Aber es kommt halt einfach mal immer so ein bisschen vor, dass irgendwie ein Team, ja, einfach gerade keinen Rechendruck hat und irgendwie halt Kapazität überhaupt hatte, die sie dann den anderen zur Verfügung stellen können. Tritt aber sehr häufig einfach das Problem auf, dass man im Prinzip noch eine zweite Softwareinstallation machen müsste,
was man dann nicht unbedingt jetzt irgendwie für mal geschwind irgendwie ein paar Stunden oder vielleicht ein Wochenende zur Verfügung stellt und das dann entsprechend containerisiert und ja, on demand quasi dann halt einfach das passende Image, was dann der Job, den man auf die Hardware schicken könnte, verwenden würde, wäre eine relativ nette Sache. Ansonsten so Sachen wie wie die Umgebung weitergeben, also es sind meistens nicht einfach nur irgendwelche einzelnen Applikationen, sondern ganze komplette Workflows. Das heißt, ich berechne mit einem Solver irgendwie was, dann geht das ins Post-Processing rein, dann wird wieder irgendwie was mitgemacht und so weiter. Also das ja, kann man sich irgendwie quasi wie unter Unix mit irgendwie Pipes vorstellen, alles irgendwie so ein bisschen hintereinander geschachtelt. Und sowas dann mal geschwind irgendwie beim anderen Kunden aufsetzen, beziehungsweise vielleicht bei einer Fremdarbeitskraft von dem Kunden, möchte man nicht unbedingt haben. Ansonsten ja, Docker eben, um quasi so eine komplette Umgebung, einen kompletten Workflow weiterzugeben, ein sehr, sehr nettes Tool. Oder was auch irgendwie nützlich ist, ist einfach, um mit einem Software-Vendor Probleme debuggen zu können. Der sagt, okay, bei meiner Installation sieht das gut aus. Ach, okay, du hast aber die Library in der Version und sonst irgendwie, guck dir das doch mal an, vielleicht liegt es ja dann daran. Und wenn das dann halt an der Stelle aus dem Bereich kommt, ist das schon eine nette Sache. Ansonsten weitere Ressourcen. Ich habe schon irgendwie mal Talks über High-Performance-Computing in der Cloud irgendwie gehalten, was nach wie vor ein Problem ist, einfach wenn man weitere Ressourcen haben möchte, sei es jetzt irgendwie, dass man sich quasi ein Cluster irgendwie firmintern für irgendwelche Sachen ausleiht oder dass man dann halt in der Cloud irgendwelche Jobs macht. Ja, bei sowas wie Amazon möchte man das vielleicht aus Performance-Gründen jetzt nicht unbedingt haben, beziehungsweise man steht dann auch wieder vor dem Applikations-Rollout-Problemchen. Ja, die nächste Möglichkeit ist, dass man halt an einen dedizierten, auf HPC optimierten Anbieter da irgendwie rangeht. Also gibt es ein paar, so Penguin Computing, Bill ist da irgendwie ein paar Sachen am Anbieten. Die haben aber meistens das Problem, dass sie sagen, hey, also du willst jetzt irgendwie eine Woche hier was rechnen, da soll ich jetzt einen kompletten Cluster für dich installieren und das alles irgendwie bereitstellen? Nee, ist irgendwie blöd. Also da sind einfach, hat man da meistens nicht so diesen Cloud-Gedanken mit dynamisch und man hat das irgendwie kurzfristig und sonst irgendwas, sondern man, wenn man dann wirklich irgendwie beim externen Anbieter HPC machen möchte, dann möchte der einfach irgendwie längerfristig planen, einfach weil die Aufwände zur Bereitstellung der Umgebung halt relativ groß sind. Und sowas mit Docker erschlagen, optimiert das Ganze dann einfach ein bisschen. Und wenn man so sich in der HPC-Community irgendwie mal umhört, da sind die Leute schon so ein wenig wild drauf. Ja, bringt mich gerade zu dem Punkt, ja, warum nicht klassische Virtualisierung? Einfach Performance ist teilweise nach wie vor relativ schlecht. Wenn man nicht gerade irgendwie die aktuellste Hardware hat mit irgendwie zig irgendwie zusätzlichen Unterstützungen, kann das dann doch schon mal relativ gut Performance kosten. Und wenn man vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen möchte als CPU und RAM, belasten sieht es ja meistens auch nicht so gut aus. Das ist genau dieser Punkt, ist mit dran schuld, warum sich irgendwie HPC in der Cloud nicht so ganz durchgesetzt hat, abgesehen davon, dass es ein Nischengeschäft ist, aber so das jetzt mal als technische Grundlage. Und wenn man sich mal so in der HPC-Community so ein bisschen umhört, also sind alle relativ wild drauf, irgendwie da jetzt irgendwie Docker einzusetzen. Und wenn man sie dann fragt, so ist da nichts Neues, wieso habt ihr da nicht schon irgendwie mit LXC angefangen, dann kommt es als Argument, ja, das haben wir uns 2 Tage angeguckt, war uns irgendwie zu kompliziert, haben wir nicht ans Fliegen bekommen. Docker ist einfach einfacher. Insofern, wenn man sich das Ganze mal anschaut, Benchmarks, konkret jetzt auf den Performance-Aspekt angeschaut, dass es gut performt, habe ich ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich habe mal 2 Benchmarks mitgebracht. Das eine ist das IBM Docker Paper. Sehr, sehr coole Sache. Da haben sie dann so in ziemlich allen Lebenslagen irgendwie KVM und Bare Metal miteinander und antreten lassen. Dazu dann irgendwie noch Docker dazu. Das war, genau, und dann noch eine eigene Untersuchung, die hausintern entstanden ist. Und wie gesagt, also wer es nicht kennt, das IBM Docker Paper ist irgendwie letztes Jahr erschienen und hat so in 15 Seiten Docker in allen Lebenslagen durchgemessen. Hier ist die Quelle. Schreibt euch nicht die URL ab, einfach IBM Docker Paper. Es ist, ich glaube, ein Ticken trivialer.
Ansonsten, wie gesagt, so zum Aufbau, Bare Metal versus KVM versus Docker auf IBM-Hardware, sehr, sehr breit gefächerte Tests, ja, teils unterschiedliche Netzkonfigurationen, Storage-Konfigurationen. Das ist schon eine Hausnummer größer, als man sich mal so mal geschwind in der Firma sich das irgendwie mal für 2 Tage irgendwie angucken kann. Was sie eingesetzt haben, ist irgendwie Leanpack. Das ist auch so die Basis für die Performance-Bewertung in der Top 500, also einfach für die Rangliste sozusagen. Da geht es um das Lösen von linearen Gleichungssystemen. Und ansonsten mit Stream haben sie einen Speicherdurchsatz durchgemessen, Random Access, NAT, TCP für Netzwerkbandbreite, NetPerf, FIO für Block.io und dann noch irgendwie eine Redis-Datenbank und noch irgendwie MySQL. Und damit haben sie das Ganze irgendwie halt durchexerziert. Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt im Detail durchgehen, stehen wir morgen noch da. So das große Fazit war, kommt man ungefähr auf das, Docker, ja, eigentlich in allen Lebenslagen KVM zumindest ebenbürtig ist, aber in der Regel eigentlich wesentlich besser ist. KVM-Virtualisierung geht in der Regel einfach mit Performanceverlust einhand und ja, wobei der Overhead auf modernste Hardware wesentlich abgenommen hat. Ansonsten Docker versus Bare Metal. Der große Punkt ist, es sind kaum Verluste an der Stelle. So gewisse Faktoren wie NAT oder die Wahl vom Storage Backend sollte man sich irgendwie genauer anschauen, wenn das wirklich ein Feature ist, worauf man irgendwie Wert legt. Wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie einen Compute-Job, ich will einfach nur diese Umgebung haben, ich brauche die Software und so MPI oder sowas, wo dann halt wirklich ich auf latenzarme Sachen angewiesen bin und einfach viel Netzwerkgeblubbe. Da sollte ich mir dann schon noch angucken, wie ich das Ganze optimal konfiguriere oder was ich dann halt als Storage Backend nehme, wenn ich irgendwie einen Job habe, der irgendwie terabyteweise Daten irgendwie rausschreibt. Ansonsten kann man sich an der Stelle durchaus überlegen, ob man irgendwie die Vorteile, die Docker an der Stelle bringt, sich nicht dem geringen Verlust gegenüberstellt und sagt, okay, wir machen das in Zukunft mit Docker. Genau, die große Angst an der Stelle ist, oder das Fazit von den IBM-Menschen war, dass sie eher das Risiko sehen, dass die Performance bei Docker in Zukunft schlechter wird, wohingegen sie bei Virtualisierung vermutlich immer noch mal einen Ticken einfach besser wird, weil neue Hardware-Features, weil zusätzliche Optimierungen, weil bla bla bla. Also da ist einfach die Befürchtung, dass man jetzt irgendwie einfach aus Security-Gründen irgendwie noch zusätzliche Schichten oder sonst was, Abstraktionen irgendwie einführt und da halt einfach Performance verliert und momentan ist man einfach relativ nah am Blech, was für HPC-Umfeld natürlich interessant ist. Ja, genau, dann habe ich noch eine kleine hausinterne Untersuchung mitgebracht, haben irgendwie ein Paper draus gemacht, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Sebastian Klingberg, der hat die ganzen Messungen gemacht, ist Praktikant bei uns damals gewesen und schreibt jetzt zu Docker im HPC-Umfeld, also vor dem Hintergrund, wie sich das Ganze dann irgendwie wirklich dann realisieren lässt, jetzt nicht nur die Technologiegrundlage, sondern einfach so im Alltag, schreibt er gerade seine Bachelor-Thesis, insofern schöne Grüße an Sebastian. Und genau, es kam bei uns leider nicht mehr ganz so aktuelle AMD-Server zum Einsatz. IBM hatte da deutlich schönere Hardware. Auf denen waren CentOS 7 installiert und wir haben uns einfach mal so einen typischen CAE-Berechnungsjob rausgesucht. Also das war dann irgendwie Abacus, wer es kennt oder sowas. Das wird hergenommen, ist eine finite Elemente-Methode-Software und auf dem lief ein Demo-Job. Also im Nachhinein würde ich sagen, könnte der Demo-Job einfach irgendwie etwas größer dimensioniert sein. Das war so ein Kurzläufer von irgendwie 2-3 Minuten und spannend wäre es halt irgendwie gewesen, irgendwie so ein Großläufer, der irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen oder so läuft. So ein Praktikum hat halt auch noch so eine endliche Zeit, deswegen ist er dann damals halt einfach bei so einem kleinen Job irgendwie gelandet und als Hardware kam irgendwie so Sunfire 2200 zum Einsatz, irgendwie vier Dual-Core-CPU, 16 GB Memory, also jetzt nichts total Abgefahrenes und es war halt einfach
Es kam noch ein Abacus-Job und ein Abacus-Testjob irgendwie zum Einsatz, was da halt quasi in der Distribution von Abacus mit dabei ist. Und ansonsten hat er noch diverse InfiniBand gehabt. Damit war dann ein Lasterdateisystem angebunden und zusätzlich halt eben noch ein lokales Software-RAID. Das waren so seine Messergebnisse, ist jetzt nicht so unglaublich spannend. Der Job lief halt einfach irgendwie 2 Minuten durch. Die Kurve ist jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, weil sieht an der Stelle einfach so ein bisschen aus, dass ich bei den einzelnen Durchläufen, dass zum Beispiel Durchlauf 3, da kam irgendwie raus, dass Native lokal am schnellsten war und bla bla bla, als ob die irgendwie zeitlich miteinander zusammenhingen. Tun sie nicht, es ging halt einfach nur darum, das Ganze irgendwie kurz zu visualisieren. Also da wären mit Error-Bars und dergleichen vermutlich irgendwie geschickter gewesen. Was irgendwie spannend ist, ist das hier. Dieses kleine Kästchen unten, so die durchschnittliche Laufzeit war bei lokalen Disks nativ versus Docker 114 Sekunden versus 116 Sekunden, also irgendwie 2% Overhead. Kann man relativ gut mit leben. Mit Laster war es, abgesehen davon, dass es generell länger lief, war der Overhead noch geringer. Hintergrund an der Stelle ist einfach, da Laster kann nicht PCI Pass tun, nein, egal, irgendein schönes Feature, wo ich dann halt um den ganzen Netzwerkstack irgendwie drum rumkomme und das konnte da halt genutzt werden. Deswegen ist hier halt der Overhead einfach nochmal geringer. Und also man sieht, man bewegt sich in einer Größenordnung, wo man wirklich drüber nachdenken kann, ob man für 1% irgendwie Performance-Overhead nicht das Ganze irgendwie auf Docker umstellen möchte. Ansonsten, hier sollten eigentlich noch MPI-Messungen sein. Das ist noch in Arbeit. Ansonsten, ja, Security-Aspekte. Wie gesagt, also im CAE-Berechnungsumfeld hat man es dann doch mal irgendwie mit vertraulichen Berechnungen zu tun, bei denen man nicht unbedingt möchte, dass die irgendwie beim Konkurrenten landen. Mit ein Grund, warum man das ungern eigentlich irgendwie in eine Public Cloud irgendwie rausgibt. Ich habe mal so ein paar Zitate zu Docker und Security mitgebracht. Sind dem Vortrag Surviving the Zombie Apocalypse von Ian Jackson entnommen. Wer den nicht gesehen hat, war sehr, sehr cool. Denkt man eigentlich thematisch nicht unbedingt dran, dass es da um Virtualisierung und dergleichen geht. War dieses Jahr auf der FOSDEM. Ja, wie gesagt, wer ihn nicht gesehen hat, kann sich eigentlich das Video sparen, weil Ian Jackson hat dann irgendwie auf meine Bitte halt einfach so quasi sein Mitschrieb irgendwie, den er einfach irgendwie vorgelesen hat, gefühlt auf der FOSDEM, irgendwie online gestellt. Da kann man das dann nochmal durchgehen. Also ich glaube, der Talk war irgendwie mit seinem Kollegen zusammen quasi geplant und der ist dann irgendwie ausgefallen und hat er den dann gemacht. Aber was eigentlich interessant war, waren die Zitate. Der Herr Walsh, also seines Zeichen irgendwie, ich glaube, SE-Linux-Architekt, meinte, dass halt eben viele Leute seiner Meinung nach meinen, dass irgendwie Docker-Virtualisierung 2.0 ist und alles viel, viel besser und toller als irgendwie bei klassischer Virtualisierung. Er widerspricht da aber dramatisch. Sie sind einfach sehr, 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 sehr schwacher oder wesentlich schwacher aufgestellt als irgendwie klassische Virtualisierung, wo ich einen Hypervisor mit dabei habe. Technologisch, Z-Groups und irgendwie Namespaces sind einfach tolle Mittel und das so die Isolation irgendwie zu gewährleisten. Aber dadurch, dass irgendwie halt das Kernel-Interface, was im Vergleich zu so einem Hypervisor-Interface wesentlich breiter ist, genutzt werden kann, ist einfach das Risiko für größere Angriffsfläche einfach viel, viel mehr gegeben. Und Ian Jackson meinte dann auch, um eine Zombie-Apokalypse irgendwie zu überleben, möchte man sich dann auch eher ein Häuslein suchen, was irgendwie so eine Öffnung hat und nicht so eine große, breite Glasfront. Und wenn man da wirklich also Security-Anforderungen hat, dass man den nächsten Morgen noch irgendwie überlebt. Und vor dem Hintergrund rät er dann auch irgendwie zu klassischer Virtualisierung. Ansonsten meint hier Jerome, dass hier, muss er ja auch sagen, als irgendwie Software-Engineer bei Docker. Und die sind zwar noch besser, aber wir kommen dahin, glaube ich ihm auch. Aber es ist trotzdem noch ein relativ weiter Weg. Theo de Rath ist ja für dann doch eher so kontroverse Meinung irgendwie bekannt, bezieht sich auch nicht konkret irgendwie auf Docker, sondern auf Virtualisierung an sich. Und er hatte immer relativ deutliche Ansichten und er ist eben der Meinung, dass Entwickler, die schon ein Betriebssystem nicht sicher bekommen,
vielleicht auch nicht unbedingt die optimalen sind, um irgendwie so eine Virtualisierungsschicht zu schreiben. Und immerhin ist er an der Stelle konsequent und sagt, nee, ich mache das nicht. Also ich habe ja mein BSD, Virtualisierung, sichere Hypervisor, lasse ich besser mal die Finger von. Also kann man sich an der Stelle einfach nur verbrennen. Insofern, der Herr Jackson hat sich einfach mal die Mühe gemacht und mit seinem Kollegen aus dem Jahr 2014 sämtliche CVEs irgendwie durchgesucht, was dann jetzt irgendwie Security-related ist für Xen mit Paravirtualisierung, KVM und QEMU, Linux mit General Containers und einmal mit App Containers. Also vor dem Hintergrund, dass ich in meinem Container irgendwie nicht Rootrechte oder dergleichen habe, sondern halt einfach quasi was starte. Das ist auch einfach so das Szenario, was ich irgendwie für HPC haben möchte. Also da soll sich der Anwender nicht irgendwie in seinen Container reinverbinden können, sondern der soll quasi als Parameter über irgendwie ein Wrapper außenrum seinen Input-File mit angeben können und hinterher hat er halt auf irgendeinem Netzwerk-Share seine Output-Daten liegen. Naja, man sollte an der Stelle vielleicht noch dazu sagen, dass Ian Jackson und sein Kollege bei Citrix arbeiten. Citrix hat Xen und so unter seinen Fittichen. Aber ich glaube, das ist trotzdem nach wie vor relativ objektiv, einfach dass Paravirtualisierung unter Security-Aspekten einfach sehr, 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 sehr kompakt ist und somit halt auch gut an der Stelle. Und dass alles andere, was dann kommt, irgendwie einfach noch größer ist. Aber was relativ nett ist, wenn man sich hier Linux als General Container versus als App-Container irgendwie anschaut, ist das Risiko für einen Schaden, wenn man das halt wirklich als App-Container betreibt, relativ gering. Und so die Faktoren, die sie sich halt angeschaut haben, war einmal die Privilege Escalation, also Guest to Host, dass ich halt einfach meine Rechte ausweiten kann, dass ich auf das Host-System ein Denial of Service irgendwie fahren kann und den halt abballern, einfach gesagt, und ansonsten halt noch den Faktor Information Leak, also dass ich noch irgendwie Zusatzinformationen über meine Umgebung irgendwie rauskriege. Ja, dumm. Genau, da kam dann im Publikum dann auch noch die Frage auf, ob das dann in Zukunft nicht per se alles besser werden muss, da ja Container noch eine total junge Technologie wäre und so weiter. Dann nochmal kurzer Hinweis, es ist eigentlich alles nichts Neues. Also die erste Version von LXC ist aus dem Jahr 2008, wir haben 2015. Xen hat dann hier dann zwar alterstechnisch auch nochmal irgendwie 5 Jahre Vorsprung, ist von 2003. Und aber wenn man jetzt mal irgendwelche Bugs und CVEs irgendwie außen vor lässt, zeigt sich, dass so die größten Frustbringer an der Stelle eigentlich durch Fehlbedingungen und ich sag mal Missverständnisse von Technologie und von Docker entstehen, wie so oft. Und da gibt es, bin ich irgendwann mal von der Jesse Frazell oder wie auch immer sie heißt, ist bei Docker angestellt und hat einen Twitter-Account, wo sie keine Ahnung was alles postet. Also ist gigantisch, da einfach als mal reinzugucken, was sie da erzählt. Und dann hat sie auch noch einen Blog und sie hatte irgendwie Docker-Container on the Desktop sich mal als Thema irgendwie rausgesucht. URL ist da unten. Kleinen Moment. Fällt so in die Kategorie, Menschen machen wundervolle Sachen mit Docker, aber schießen teilweise halt einfach so ein bisschen über das Ziel hinaus. Und sie hat das Ganze so als hier Docker als Sandbox für Desktop-Apps beschrieben. Interessante Idee, falsche Technologie für sowas. Also eine Sandbox auf dem Desktop sieht irgendwie anders aus als jetzt irgendwie Docker. Ansonsten hat sie halt sich einfach so ein bisschen hochgeschaukelt, hat beschrieben, wie sie erstmal irgendwie da so einen Container mit Matt hat. Dann fällt ihr auf, ich muss ja mein Config-File mit reingeben, dann gibt sie halt .matt oder matt.rc oder was auch immer irgendwie dann mit rein. Also hat da dann schon quasi mal die erste Schwachstelle irgendwie. Dann macht es irgendwie weiter und schaukelt sich dann noch weiter hoch, sagt dann, ich packe jetzt hier Skype irgendwie in den Container rein. Ach so, für Skype brauche ich ja dann Mikrofon und brauche ich ja dann noch eine Webcam und sonst was, gibt da dann die passenden Devices irgendwie rein. Auch nicht unbedingt jetzt Sandboxing-mäßig und das, was sie meinte, wäre irgendwie mindblown. War dann das hier, sie meinte dann hier, ich kann Gepartit in einem Container machen und ich kann die Festplatte von meinem Laptop oder was auch immer irgendwie damit partitionieren. Ja, ist klar, die Dame gibt hier DevSDA rein. Gut, dann kann ich das halt machen, aber irgendwie Sandbox und Security und sonst irgendwas, nein. Also schon mindblown, aber vom anderen Hintergrund. So spannend, ja, das Spannende an sich war eigentlich nicht so der Artikel an sich, sondern einfach, was es dann so als Diskussion hinterher ausgelöst hat.
Und ja, Docker's Containers on the Desktop Discussion dazu. Und man hat ihr das dann mal so ein bisschen davon versucht zu erklären. Einfach beispielsweise, dass irgendwie Containerzugriff auf einen X-Server meistens generell eine blöde Idee ist und einfach so Risiken wie Keyloggern und dergleichen die Tür öffnet, als dass man damit wirklich eine Applikation irgendwie sandboxen könnte. Kleinen Moment. Genau, dann, wenn sie dann sowas irgendwie macht, wie irgendwie ja, das Root-File-System irgendwie reinzugeben, um das Ganze dann unter TMP zu mounten und dann einfach ein RM-RF in ihrem TMP, wo sie dann irgendwie ihr Root-File-System hingemountet hat, zu machen, dann hat sie dann hinterher auch Platz und wie gesagt, fällt in die Kategorie nicht unbedingt das Beste, was man jetzt unbedingt machen möchte, aber halt schön aufgeräumt und ich kann es aus meinem Container raus machen. Genau, ebenso nochmal quasi oben kurz zusammengefasst, X11 completely unsecure, Sandbox App has full access to every other X11 Client, blöde Idee und ja, wenn sie Docker Access hat, dann kann sie dann in der Regel auch, hat sie im Prinzip auch Root Access. Deswegen möchte man sowas dann auch nicht unbedingt in einer Umgebung mit mehreren Anwendern haben, die alle schön irgendwie auf einem vertraulichen System, die dann irgendwie alle Docker machen können. Sage ich jetzt gleich noch was dazu. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich Root-Rechte quasi dazu brauche, um ja, dass ich Mitglied der Docker-Gruppe sein muss, um halt irgendwie einen Docker-Container zu starten und so weiter. Und das, was wenn man sich halt einfach anschaut, das Beispiel von davor, dass das mehr oder weniger halt einfach Root-Rechten dann irgendwie klarkommt. Ja, insofern übertrieben formuliert, dass wenn ich Root im Container bin, dass ich auch Root außerhalb vom Container bin. Das Ganze noch ein Stück weiter getrieben. Wer hat noch NFS im Einsatz und vielleicht nicht irgendwie ein NFS V4? Da lässt sich das Ganze dann noch ein Stück weiter ausbauen. Ansonsten fassen wir mal zusammen. Docker zähmen, wenn man sowas im HPC-Umfeld einsetzen möchte. Also wirklich Szenario, ich habe mehrere User. Ich habe vielleicht sogar auch Fremdarbeitskräfte, die vielleicht auch für andere unterschiedliche Kunden arbeiten und man einfach sicher gehen möchte, dass die nicht an mehr Daten rankommen, als jetzt irgendwie möglich ist. Steht man vor dem Problem, so ein feingranularer Zugriff ist mit Docker momentan einfach nicht so unbedingt möglich. Wird mit SE Linux bestimmt irgendwie mal alles viel, viel besser und so weiter. Aber man möchte eigentlich im Prinzip einfach so eine Einschränkung, dass bestimmte Devices oder Pfade nur von bestimmten Usern einfach reingereicht werden können und so weiter. Und ja, bei uns intern ist so die Handhabe, dass Docker Permission so die gleiche Berechtigungsformular erfordert, als wenn man irgendwie Root-Zugriff auf seiner Maschine irgendwie haben möchte. Und genau, letztendlich möchte man halt einfach so weit kommen, dass man Container mit niedriger Berechtigung starten kann, um einfach den Impact von irgendwelchen Sicherheitslücken einzuschränken. Also LXC ist an der Stelle auch irgendwie weiter. Docker zieht sich da irgendwie noch ein bisschen oder sagt, ja, ist nicht unser Fokus. Womit man so ein bisschen eingrenzen kann, ist halt durch den Einsatz von irgendwelchen Wrappern, quasi ganz trivial gesagt, irgendwelche Sudo-Skripte, dass der Anwender halt irgendwie nicht mehr viel machen kann, außer vielleicht noch irgendwie seinen Aufruf hat, wo dann halt im Hintergrund entsprechend ihm der Container so gestartet wird, wie das der Admin für gut hält, dass es der Anwender machen kann, was dann meistens irgendwie vielleicht von dem abweicht, was irgendwie der Anwender gerne machen wollen würde. Aber sowas ist halt einfach notwendig, wenn ich irgendwie so eine Multi-Tenant-Umgebung habe, wo mehrere Anwender irgendwie was machen können oder wenn ich keinen Wrapper habe, irgendwie so ein Safe-Service-Portal oder sonst irgendwas. Aber ja, einfach, dass der Anwender keinen Zugriff auf die Docker-Konsole quasi bekommt. Das wäre irgendwie nicht unbedingt die allerbeste Idee. Was auch noch irgendwie hilft, ist, ja, vorhin schon erwähnt, ganz kurz irgendwie Application versus System Container. Wenn ich halt hergehe und Container so als Ersatz für virtuelle Maschinen sehe, dann habe ich unter Security-Aspekten meistens so ein bisschen verloren. Wenn ich aber sage, okay, ich habe irgendwie eine Applikation, die ich nicht sauber paketiert bekomme, so wie ich quasi einfach meine Applikation aufrufen würde, rufe ich jetzt die Applikation in einem Container auf und es ist irgendwie definiert, wo quasi meine Input-Dateien für einen Job liegen und dergleichen und ich muss nicht noch irgendwie Magie machen und Filesysteme reingeben oder sonst irgendwas, dann lässt sich das Ganze relativ gut betreiben. Ansonsten habe ich noch das hier, also Docker Image Security, inwieweit man irgendwie der Public Registry irgendwie vertrauen kann. Soll sich, glaube mit Docker 1.8 hat sich das an der Stelle irgendwie auch ein bisschen entschärft, weil man, glaube die kompletten Images jetzt irgendwie sein kann und
ja, nicht nur irgendwie das, nicht nur das Manifest irgendwie signiert hat und so weiter, aber ja, ich meine, wenn man für seinen Use Case irgendwie eh keine Images findet oder vielleicht das Ganze auch produktiv nutzen möchte, dann möchte man sowas irgendwie eh gern bei sich irgendwie lokal stehen haben. Ansonsten, Zusammenfassung, ich habe, glaube ich, genug geredet, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ist jetzt nicht unbedingt als Wahlwerbung gedacht. Docker bringt einfach viele Vorteile, die es besonders im HPC-Umfeld interessant macht. Einfach, ich habe eine Virtualisierungsschicht, ich kann meine Applikation schön zwischen den Systemen oder auch zwischen Clustern oder Anbietern hin und her tragen, ohne dass ich halt den inhärenten, klassische Virtualisierungs-Performance-Verlust irgendwie mit herbringen. Die Isolation für Sachen, wenn ich halt einfach viele Stände von einer Applikation habe oder irgendwelche Applikationen, die sich nicht miteinander vertragen, habe ich sehr, sehr schön gelöst. Oder wenn der Softwarewender meint, seine Applikation unter Ubuntu bauen zu müssen, weil er das irgendwie besonders toll kann oder da halt die neuesten Pakete irgendwie hat, aber der Kunde halt irgendwie ein Red Hat-System einsetzt, weil die anderen 200 CAE-Applikationen, die im Einsatz hat, einfach für Red Hat zertifiziert sind, aber er diese eine zusätzliche Applikation braucht, ist sowas wie ein Container einfach schön. Grundsätzlich klar, alles irgendwie auch mit VMs möglich, aber ja, Docker bringt einfach ein paar Vorteile. Ansonsten ja, keine Virtualisierung 2.0. Mich persönlich stören an Docker doch noch diverse Sachen, aber es ist so eigentlich das Mittel zum Zweck, wenn man die Probleme aus dem Umfeld, das ich jetzt hier so beschrieben habe, einfach lösen möchte. Ja, insofern, um noch zum Abschluss ein harmloses Katzenbild zu haben. Also die Frage ist halt, Trend ist momentan einfach da, irgendwie alles irgendwie in einen Container irgendwie reinzustecken. Und wie bei der Katze ist halt einfach die Frage, wie lange das Ganze drin bleibt, wie lange das Ganze sicher drin bleibt. Und also gerade unter Security-Aspekten, wenn man das Ganze produktiv einsetzen möchte und den Anwendern gewisse Freiheiten geben möchte, sollte man sich halt wirklich überlegen, wie man das Ganze irgendwie sicher aufsetzen kann. Insofern, nö, keine Virtualisierung 2.0, bessere Performance als klassische Virtualisierung und Sicherheit muss halt einfach gewährleistet sein. In dem Sinn, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hatte noch mehr Fragen. Ja, prügelt euch. Fangen wir mal hier vorne an. Hast du Erfahrung im Vergleich Docker versus OpenVZ oder Virtuoso? Nö. Also Punkt ist, ja klar, wie ich gesagt habe, also auch mit LXC und so weiter, geben tut es das alles schon lange. Wir haben es damals einfach nicht gebraucht für HPC, einfach vor dem Hintergrund, dass die Systeme noch entsprechend gut ausgelastet waren, beziehungsweise dass halt bei den Teams oder bei den Kunden einfach so Beugendenken war, so ist mein Cluster, das ist denen ihr Cluster, ich mache meinen Job da drauf, die machen ihr Ding da drauf. Und aber so die letzten Jahre kommt einfach immer mehr irgendwie so dieser Konsolidierungsgedanke auf. Es ist einfach noch zu früh. Da ist jetzt halt momentan Docker einfach so das Mittel zum Zweck. Und wenn man andere Leute aus dem Umfeld fragt, was sie denn da schon mit Container gemacht haben und sie gerade explizit auf irgendwie LXC anspricht, was von manchen Szenarien vielleicht sogar ein Ticken besser sein könnte, als irgendwie das Ganze mit Docker zu machen, da kommt halt einfach, war uns jetzt alles irgendwie zu kompliziert und Docker ist halt einfach trivial irgendwie im Einsatz. Und das ist das halt, was halt die Leute einfach irgendwie begeistert. Es ist irgendwie ein Hype-Thema, man findet es in jeder Zeitung, die man irgendwie in die Hand nimmt. Es erschlägt auf einmal irgendwie sehr, sehr viele Probleme in dem Umfeld, die man halt irgendwie hat. Und ob das in 2 Jahren noch Docker ist oder keine Ahnung, die Intel-Container-Lösung oder weiß der Geier was. Also der Markt ist ja in dem Fall irgendwie im Fluss, aber so der Zug kommt jetzt halt irgendwie mit Docker irgendwie im Rollen, in dem Umfeld irgendwie mal näher über irgendwie Container-Virtualisierung nachzudenken. Und auch bei irgendwelchen Cloud-Anbietern, die gesagt haben, irgendwie HPC möchte man nicht, beziehungsweise Cloud-Anbieter, die keine virtualisierten Cloud-Anbieter sind, sondern halt irgendwie
auch mit dem Cloud-Stempel irgendwie Zugang zu irgendwie Rechensystemen angeboten haben, sowas dann halt einfacher oder vielleicht kurzfristiger in Form von Containern anbieten zu können. Einfach der Kunde bringt seine Applikation quasi selbst mit. Also es gibt da auch noch diverse Faktoren, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Das ganze Lizenzgeraffel und so weiter, das ist irgendwie ein Grauen. Also wenn man keine Anwender und irgendwie Lizenzen hat, können wir wunderbar arbeiten, aber Anwender kriegt man einfach nicht los, beziehungsweise möchte man nicht los haben, aber so das ganze Lizenzthema ist einfach gruselig. Und gerade wenn man dann halt irgendwie eine kommerzielle Applikation irgendwo in der Cloud rechnen möchte, da wird es dann auch nochmal schwer, aber das ändert sich auch mit Docker nicht an der Stelle. Da ist dann eher so die Tendenz dazu, dass man die Hoffnung hat, dass man irgendwie einen Cloud-Anbieter findet, der dann halt entsprechend die Lizenzen im Angebot hat. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, nein, mit Virtuoso und Konsorten im HPC-Umfeld keinerlei Erfahrung. Aber so, was ich mitgenommen habe, ist, war zu kompliziert, wollte man nicht. Da hat man halt mit klassischer Virtualisierung irgendwie rumgemacht und jetzt gibt es halt was gefühlt einfach besser ist. Also ich habe jetzt zwangsweise bei meinem Kunden mich mit Docker intensiv auseinandersetzen müssen. Wenn ich berechne, wie viel Zeit ich rein versenkt habe, weil die Webdecker-Anlage virtualisiert als Docker-Container laufen soll. Bitte? Da ist aber die Frage, hat der Kunde Docker verstanden? Also nein, das ist ein bisschen anderes Thema, ist ja das politische Thema. Okay. Ich habe halt vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so mich mit dem Thema Virtuoso auseinandergesetzt. Ich habe das Gefühl, das, was Docker jetzt alles noch nicht kann, habe ich vor 10 Jahren alles schon gehabt. Ja. Bei gleicher Performance. Aber das ist halt jetzt gefühlt, ich habe es noch nicht gebenchmarkt. Ich habe noch einen alten OpenVZ-Rechner irgendwo rumstehen, der jetzt auch in die Jahre gekommen ist im Testnet. Vielleicht sollte man das einfach mal machen. Ja. Mal benchmarken. Ja. Und ich dachte, vielleicht gibt es schon mal jemanden, der irgendwann mal. Gibt es bestimmt auch, aber wenn man nach irgendwelchen Papern sucht oder sonst was, also es gibt sehr, also wir waren da auch, als wir das irgendwie zusammengeschrieben haben, so die ersten, die irgendwie ein Paper zu irgendwie wirklich irgendwie mal im HPC-Job, auch wenn es nur ein ganz, ganz kleiner war und große, große, große HPC-Installationen, die haben ganz andere Sorgen. Da geht es dann eher irgendwie um Filesysteme, um irgendwie Exascale-Computing und sonst irgendwie Sachen und die brauchen auch kein Docker oder sonst was, die haben genug Ressourcen. Aber einfach für kleinere Installationen, wo man eine Flexibilität haben möchte, aber einfach wenn man da schaut, aus dem Umfeld Virtuoso und HPC oder sowas gibt es nicht so viel. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus behaupten, dass die Performance relativ ähnlich sein wird. Aber irgendwie eine Voice-over-IP-Anlage würde ich jetzt echt nicht unbedingt in einen Container irgendwie reinpacken wollen. Aber es ist teilweise auch so ein bisschen wie irgendwie OpenStack und OpenNebula vor irgendwie ein paar Jahren, wo die noch irgendwie so gefühlt das Gleiche konnten. Und wenn man dann halt mal die OpenNebula-Jungs gefragt hat, warum irgendwie, was denn jetzt OpenStack gerade momentan eigentlich besser kann, dass da alle auf den OpenStack-Zug aufspringen, dann war so die Antwort irgendwie 200 Millionen Marketinggelder. Also, ja. Ich glaube, hier war der Next, hat sich erledigt, okay. Ja, es ist momentan bei uns im Testbetrieb. Also uns fehlt da generell einfach noch so ein Stück weit die Erfahrung, um irgendwie beim Kunden guten Gewissens hinstehen zu können und zu sagen, ja, wir machen das. Wir denken darüber nach, das die nächste Zeit eben für so Spezialfälle irgendwie einzuführen. Also Szenario ist einfach, Kunde hatte irgendwie eine Applikation, die ihm die Firma unter Ubuntu irgendwie gebaut hat und was weiß ich, da Abhängigkeiten auf irgendwelche FFmpeg-Versionen, die man unter einem etwas betagteren Red Hat halt einfach nicht so zur Verfügung stellen konnte. Und sowas halt mit sowas irgendwie zu realisieren oder halt die 14. Version von irgendeinem Solver oder halt einfach die noch eine alte Version von irgendwie einer Applikation, die dann schon nicht mehr auf dem neuen System irgendwie läuft, zur Verfügung zu stellen. Das ist das, wofür wir es dann eigentlich irgendwie haben wollen. Insofern Kernel-Updates,
ich würde jetzt mal eher sagen, vor dem Hintergrund, wo notwendig. Also nicht aus Langeweile, weil alles irgendwie Produktivumgebung und die Kunden sind irgendwie schon am Schreien, wenn du irgendwie monatlich irgendwie ein Patch Day machen, etablieren möchtest. Weil ist ja ihre Workstation und ja nicht anfassen und sonst irgendwas. Das Einzige, wo man sie dann wirklich irgendwie packen kann, ist zu sagen, ja, es gibt hier diese Security-Vorschriften und wenn sie das nicht wollen, gehen sie mal zu ihrem Abteilungsleiter und lassen sich das irgendwie absegnen, warum gerade ihre Maschine nicht aktualisiert werden kann. Ja, eigentlich schon. Das Problem ist, wir haben in der Größenordnung von über 100 CAE-Applikationen. Du kannst nicht alles testen, du kannst nicht alle Applikationen testen, du kannst nicht alle Versionen einer Applikation testen. Also du hast dann halt meistens irgendwie so ein paar Testsysteme oder sonst irgendwas, was irgendwelche Blade-Systeme sind, wo sich dann jeder irgendwie drauf verbinden kann, wo der komplette Applikationsstack irgendwie ist und wo man dann halt sagt, hier, test doch mal. Und wie das halt so ist, man hört dann mal, ja, läuft oder ich denke, es tut oder man hört dann halt mal nichts und weil keine Zeit oder sonst was und dann tritt man halt mal nach und fragt, ob das jetzt so gut ist, ob man das Ganze irgendwie ausrollen kann und dann kommt halt vielleicht mal was oder es kommt nichts oder halt hinterher ist das Geschrei halt entsprechend groß oder Anwender hat halt 4 Wochen die Applikation nicht mehr irgendwie benutzt und ja, man denkt dann vielleicht auch schon gar nicht mehr irgendwie an das Update irgendwie dran. Also Testumgebung haben wir. Wir haben auch eine Definition, wie ein Update-Prozess aussehen soll. Aber es ist halt nicht irgendwie ein Webhosting, wo du halt irgendwie vielleicht irgendwie deine 5 Komponenten durchspielst oder vielleicht auch so den kompletten Workflow, den man irgendwie hat, in Monitoring irgendwie reinpackt und dann halt sieht, okay, das verhält sich jetzt irgendwie ganz anders und es geht ein Lämpchen an, sondern es sind halt einfach zu viele Einzelkomponenten, die da einfach irgendwie beteiligt sind. Und man denkt da am ersten Gedanken vielleicht erstmal so an die Infrastruktursachen wie irgendwie ein GPFS oder irgendwie sowas, also irgendwelche Filesysteme oder sonst was. Das ist das, was man halt als Admin noch irgendwie testen kann. Aber so die ganze Applikation, das ist Ingenieursoftware. Also wir können das zwar administrieren, aber betreiben hält sich dann halt oder irgendwelche Use Cases irgendwie durchrechnen, das kriegen wir halt auch noch hin. Aber wenn es halt interaktive Software ist und da dann irgendwelche Smashing machen oder sonst was, Problem anderer Leute. Genau. Wie groß ist so der Aufwand, diese Technologie zu bauen? Ja, fehlen mir die Erfahrungswerte. Also da ist der Praktikant irgendwie dran. ist gerade eben seine Baustelle. Aber es hält sich, glaube ich, in Grenzen. Also ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Sie haben euch auch so eine Klasse. Ja, wir haben da auch irgendwie so ein gewisses irgendwie Rapper-Zeug irgendwie drumherum, aber so Sachen wie Octave ist einmal irgendwie ein Pita, das Ganze irgendwie per se zu bauen. Da kann man mal schon viel Zeit irgendwie versenken und dann mehrere Versionen von Octave bereitstellen, macht auch keinen Spaß. Also sind einfach so die Erfahrungswerte und sowas irgendwie im Container verpackt, ja, wäre eine nette Sache. Aber es ist momentan am Aufkommen. Ich wollte einfach nur mal quasi den Use Case irgendwie vorstellen. Und genau. Ja, weitere Fragen? Gut, dann würde ich mal die Bühne räumen.